I love dungeons. They're usually bursting with gold. Ich liebe solche Orden. Sie sind immer von oben bis unten mit Gold gefüllt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Reich? Oh ja, ich sollte vielleicht das benutzen. Und ich sollte vielleicht Minsk noch hochheilen. They called. I am yours to command. Eine Verteidigungskoordination wäre auch nicht schlecht. Ah, it has been so long since Minsk journeyed with such a fine companion. Ja, wie ihr wünscht. Sweetheart, whatever you like. Jetzt halt fest! Velbo, fair enough. Wie kann ich helfen? Let's see how long you last against me. Yes? Ja. Toll, mit der Verteidigungskoordination scheint er noch häufiger zu treffen. You want more? Gut. Wie kann ich helfen? Der trägt auch Schwert der Trollenthauptung. Beim kritischen Treffer gegen einen Troll erhält der Träger eine Sekunde lang plus eine Stärke. Okay. Gut. Wie ihr wünscht. You know what you want and you're not afraid to grab it. I admire that. Ihr wisst, was ihr wollt, ihr habt keine. Comment is unexpected, but watch your step. Unwelcome. Nothing good comes out of a place like this. Okay, viele Kommentare. Ihr wisst, was ihr wollt. Ich habe keine Angst, es euch einfach zu nehmen. Das bewundere ich. Sagt Zafana zu Vikonia scheinbar. Euer Kommentar kommt unerwartet, aber er ist nicht unerwünscht. Pass auf, wo ihr hintretet. An so einem Ort kann jeder Schritt der letzte sein. By demand? Okay. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Labor sind wir hier. Whatever you like. Klerikergewänder, Truhenschlüssel. Das Schloss der Truhe, das dieser kleine Feingabe den Schlüssel öffnet, muss teuflisch komplexer Natur sein. Das Bild eines Zwerges mit einem juwelbesetzten Dolch wurde sorgfältig in den oberen Teil des Schlüssels eingraviert. Und Klerikergewänder, okay. Flüssigkeiten, die einst das komplette Netzwerk aus Rinnen und Fläschchen auf diesen Tisch füllten, sind längst vertrocknet. Aber der Geruch von Füßen und Wahnsinn liegt immer noch in der Luft. Oh, silbernes Zepter. Dieses silberne Zepter ist größtenteils von simple, unauffälliger Gestalt. Nur das untere Ende des Stabes hat Rillen und Markierungen. Es erinnert in gewisser Weise an einen Schlüssel, doch das Tor, das er zu öffnen vermag, wird sicher kein gewöhnliches sein. Okay, ein gepanzertes Skelett, das ist ja noch harmlos. Berühmte letzte Worte, würde ich sagen. Ja. What? Yes? Your need? Your orders? And? Also ja, wir haben... Safana. Zepter.
Bruchbolle. Schutzformel gegen Gift. Ist auch immer gut. Ach ja, und das ist ein Schlüssel, der kann da rein. Du nicht, schade. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Knochenfledermaus. Ekelhaft gefärbter Rauch windet sich hinter dem staubdeckten Glas dieses seltsamen Behälters. Mhm. I'll recover. Schattenhafte Seele, das ist jetzt wiederum nicht gut. Worum geht es diesmal? They called. You're mine. Und das war Minsk. Okay. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Wir ziehen uns zurück. Ganz schnell Rückzug. Wir haben den Schlüssel, damit finden wir jetzt erstmal platzieren wir das Ding. Ich habe so das Gefühl, das macht dann die Wand hier auf. Also ja, es gibt hier noch verdammt viel zu entdecken. Ihr platziert dasselbe Zepter in einer der Spalten an der Seite des Sockels. Es verbleiben noch zwei leere Spalten. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch das hier aufgeht. Oder es geht ein Weg nach unten auf. Das könnte auch sein. Wie ihr wünscht. Pergament. Nur ein grauer Fleck auf der Rückseite erinnert noch an das Wassersiegel, das einst die Geheimnisse dieses alten Pergaments enthielt. Auf der anderen Seite ist ein Brief, der vor Jahrhunderten geschrieben wurde. Seine simple Schrift macht die Nachricht trotz des Alters leicht lesbar. Liebste Carella, unsere Reise zum Außenposten des Schattenkönigs war lang und tückisch. Trolle, Hobgoblins, Gnolle, Schwarz und sogar ein Gargoyle stellten sich uns in den Weg, aber wir haben es endlich geschafft, den Küstenwegübergang zu überqueren. Wenn die Karte, die wir den netherischen Vampir gestohlen haben, uns in die richtige Richtung führt, können wir nicht weit von unserem Ziel entfernt sein. Selbst wenn sich dieses Unterfangen als so profitabel erweist, wie Vikings es glaubt, ich glaube es erst, wenn ich es sehe und vielleicht nicht einmal dann, liegen noch viele weitere Gefahren vor uns. Der Besitz des Schattenkönigs wird niemals unbewacht sein. Uns wurde gesagt, dass wir mindestens mit Widerstand einer kleinen Armee von Untoten rechnen müssen. Über die mache ich mir jedoch keine allzu großen Sorgen. Außerdem erwartet uns ein Leichnam, der unter dem Einfluss des Übergeistes des Königs steht. Das bereitet mir hingegen schon einige Sorgen. Sobald wir diese Bedrohung ausgeschaltet haben, sollte der Rest einfacher werden. Neben der Karte bekamen wir von dem Vampir noch einen Schlüssel, von dem er behauptete, dass er die Tür zum inneren Heiligtum des Schattenkönigs öffnet. Er sprach von einer Schatzkammer, die sich dort befinden soll und mit Gegenständen von großer Macht und großem Wert gefüllt sei. Ihr sollt euch diesen Brief in der Hoffnung, dass es euch gut geht und wir bald wieder zusammen sein werden. Aber wie bald das auch sein mag, es wird sich noch viel zu lang anfühlen. Bis dahin, Akta Kaltherd. Mhm. Akta Kaltherd. Und das ist das Tagebuch von Gurn Kaltherd. Eine Inschrift in der Innenseite des kleinen Lederbuchs identifiziert seinen Besitzer als Gurn Kaltherd. Der Schriftzug unter dem Namen ist nur mit etwas Mühe zu entziffern. Er wurde von der gleichen Handschrift wie Kaltherd Name geschrieben und besagt in Hingebung an Dumatol. Er wurde jedoch gewaltsam durchgestrichen und das Papier an mehreren Stellen zerrissen. Gurn Kaltherd schätzte seine Geheimnisse. Der Großteil der Tagebucheinträge ist in einem komplexen Code geschrieben, den ihr nicht entziffern könnt.
Geisterattack wurde ihm doch eigentlich in der gängigen Sprache über die Seite gekritzelt. Muss das schnell aufschreiben, bevor die Erinnerung verblasst. Letzte Nacht, als ich schlief, berührte der Geist des Leichnams des Schattenkönigs den Main. Er bestätigte, dass wir bald den Außenposten erreichen werden, wenn wir weitergraben. Wenn es soweit ist, werde ich zu ihm gehen und ein Ritual durchführen, das ihn vom Übergeist trennt. Only Minsk can hear it. Let us go. And I will lead us in the direction of adventure. Bist du fertig, Minsk? Im Gegenzug wird er mir geben, was ich begehre. Ich werde nicht länger in der Angst leben müssen, dass dieser Körper von Krankheit darin hingerafft wird. Ich muss tief atmen und die anderen drängen, weiterzugehen, bis ich das, was ich so sehr verdiente, endlich mein ist. Can you not hear it? Wo ihr braucht, nur zu fragen. Perhaps only Minsk can hear it. Let us go. Ja, ich werde mich im Hand umdrehen, darum direction of adventure. Mal sehen, was er zu dem Tagebuch zu sagen hat. You've returned. What did you find? Any sign of Gern Coldheart? Ihr seid zurück. Was habt ihr gefunden? Irgendein Zeichen von Gurn Kaltherd? Ich habe sein Tagebuch gefunden. Gurn Kaltherd ist nicht der Mann, für den ihr ihn gehalten habt. Wovon redet ihr, kleiner, hohlköpfiger Schwachkopf? Ihr glaubt, ihr dient eurem Gott? Nein, ihr dient niemand anderem als Gurn Kaltherd. Er hat euch benutzt. Gurn hat euch manipuliert. Er hat euch dazu gebracht, hierher zu reisen, damit er sich bereichern kann. Gurkantheit war ein guter Mann, der Beste. Ich lasse nicht zu, dass ihr so über ihn sprecht. Ist der Tagebuch selbst, dann werdet ihr sehen, dass ich die Wahrheit sage. Oh nein, 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 das kann ich nicht sein. Kaltherd, ihr kranker Mann, wie könnt ihr mir das antun? Er ist ein Anhänger von Abathur. Ihr und eure Gefährten wart ein Opfer im Namen der Gier. Ich werde ihn fragen, wenn ich ihn sehe. Ihr wart schwach, er hat diese Schwäche ausgenutzt. Nehmen wir mal die zwei. Ich bin nicht stark genug, um mich als Sterblicher entgegenzustellen. Ich bin nicht stark genug, um mich ihm als Sterblicher entgegenzutreten, auch nicht als Untoter. Ihr hingegen, ihr könntet es vielleicht schaffen, besonders damit. Wir nennen es Enthüllung. Es blendet und verbrennt alle untoten Kreaturen. Es könnte euch helfen, den Leichnam zu besiegen, aber nutzt es mit Bedacht, es wirkt nicht lange. Wenn sie nicht funktioniert, bringt sie mir zurück. Ich kann sie eventuell wieder zum Laufen bringen, bevor die heilige Kraft verloren ist. Der Gegenstand gewonnen, Enthüllung. Nun geht, sucht Kaltherd und steckt diesen Verräter nieder, bevor er findet, was er sucht. Ja. I swim in memories of places such as this. Most unpleasant memories. Wenn ich herausfinden will, was hier geschehen ist, muss ich den Zwergen im Kampf gegen die Untoten helfen. Ich muss losgehen und Kaltherd vernichten, egal in welcher Form er nun ist. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt gerade den Drang, erstmal zu rasten und dann erstmal draußen fertig zu machen. Okay, wenn ich raste, dann habe ich einen Traum. Ach, sorry, Vok. You did not think me truly dead, did you? Ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass ich tot bin, oder? We've a bond between us, you and I. A connection even the sharpest blade cannot sever. A bond forged in blood, hatred, death. Ein Band verbindet uns, euch und mich. Eine Verbindung, die selbst die schärfste Klinge nicht zu trennen vermag. Eine Kette geschmiedet aus Blut, Hass und Tod. I held the sword coast by its throat. It wriggled and squealed in my grip. And then you. Ich hatte die Schwertküste bereits an der Kehle gepackt. Sie zappelte und kreischte in meinem Griff. Und dann ihr. I should have killed you, as I had so many others. Something stayed my hand. A weakness I had never known before. Ja, die Weakness heißt, ich bin stärker als du.
Ich hätte euch töten sollen, so wie ich es mit vielen anderen getan habe. Doch etwas hielt meine Hand zurück. Eine Schwäche, die ich noch nie zuvor empfunden habe. Are we one and the same, my brother? One soul in two bodies. Born of the Lord of Murder? Sind wir eine Einheit, mein Bruder? Eine Seele in zwei Körpern, geboren durch den Fürst des Mordens? We will never end.